Feindliche Drecksau! Achso, das bist du. Hallo! Ja, guck mal, wen haben wir denn da? Ja, lohnte sie doch mal. Hier kommen sie mal runter. Sie. Warum sind sie so hell? Ach, wegen den Landungslichtern. Wo gibt's hier denn einen Einstieg? Herr Gortz, grüezi. Ach, die haben da was gefunden. Hallo, was ist denn das für eine verwirrende Scheiße hier? Ja, wo sind sie denn? Einmal mal hier. Gott, so. Ach, ist ein Kühlschrank. Cool. Oben ist, ja, oben ist so eine Küche und ein Kühlschrank. Ein Schlafraum, weil du brauchst ja Betten und so wegen den Stamina's. Ach, Strahlungsreduktion durch die Dusche, cool. Deswegen habe ich die eingebaut. Erst dachte ich so, hey, brauchst du keine Dusche und so. Hallo. Dann kamen die ganzen Sachen. Dann dachte ich mir so, toll, warte, brauchst halt, du halt, halt, komm her, komm. Nein, nicht wegrennen, bleib da, bleib da. Hier, guck mal. Was ist das? Ein Night Vision? Yes. Wie geil. Drei Stück, haben wir jetzt davon. Ach, was cool. Passiert, wenn ich den Hebel umlege? Dann geht der Antrieb an. Cool. Das mit dem Generator würde ich viel cooler finden, also so eine Selbstzerstörung von dem Schiff. Zwei Hebel umlegen und das ganze Ding explodiert, das wäre so geil. Das kannst du im Kreativmodus machen. Kann man das dann kreativ abspeichern und hierher bringen? Geht das? Du als Admin müsstest das können, ja. Ja, aber ich baue jetzt aus dem Kreativ, dass das Ding sich selber in die Luft jagt. Wirklich komplett mit Sprengstoff. Putsch! Ja, du musst halt diese Sprengstoffblöcke hinbauen. Ja. Ja, ich würde halt die in der Nähe vom Generator bauen und in der Nähe vom... Nee, das ganze Schüssel explodieren. Das heißt, ich mache... Achso, nee. Achso, oh, Sauerstoff. Aber wieso? Ich habe doch hier überall... Ja, genau so ging es mir nämlich auch. Wieso habe ich keinen Sauerstoff? Ja, ist wieder da. Was? Hä? 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 Hier ist Sauerstoff. Hier drüben ist kein Sauerstoff. Hier ist Sauerstoff. Nur hier fehlt er. Cool. Das ist wegen dieser komischen Türe. Das ist hier wegen der Türe, die blockiert den Sauerstoff irgendwie. Ach, das ist doch nervig. Ja, ist manchmal echt doof. Ah, radioaktiv und heiß, ich gehe hier weg. Apropos, hast du mit den Eva-Boost am Start? Ja. Jetzt habe ich hier wieder Sauerstoff, genau, jetzt passt. Dankeschön. Muss ich die Türe weglassen, dann geht's. Genau. Ja, hier Constructor. Die kann man ja dann auch aufwerten, wenn's geht. Rüstungswert 250, 100, oh Gott. Und dann hatte ich halt hier die ganzen Dinger mal gebaut, weil... Ja. Hm, warte, wo bist du? Wo? Ach, da, hallo. Wo man, da musste man ja noch manuell, deswegen ist es noch so, die Dinger auffüllen, weißt du? Deswegen hatte ich sie so nebeneinander. Und hier kannst du dann die Rampe rauf und runter machen. Wo? Und das Tor. Ja, das mit dem Tor habe ich auch so gefunden. Das mit zwei Hebeln, das funktioniert irgendwie nicht. Das ist seltsam, ja. Ja, ich weiß allerdings auch, also meine Vermutung ist schon ziemlich stark, warum. Und zwar ist es ja nach dem SPS, also speicherprogrammierbare Steuerung, da kann ich es ja ableiten, programmieren. Und zwar, wenn du ein Dauersignal gibst über den Schalter, dann kann der andere Schalter machen, was er will. Es kommt ja mehr wie eins, kommt nicht an. Der halt, weil das kennt ja keine zwei oder so, das kennt ja nur eins. Und das ist das Problem. Wenn das Taster wären, dann wird ein Impuls geben und dann weiß das Ding, okay, ich fahre jetzt auf oder zu. Und wenn dann nochmal von irgendwo anders ein Signal kommt, dann macht es das gleiche wieder. Aber wenn halt permanent Signale liegt über einen Schalter, was ja der Fall ist, liegen Schalter oben, das sendet permanent 1 oder permanent 0, dann blockiert es halt bei 1. So zumindest die Logik eigentlich von so einer Oder-Schaltung. Oder man hat das Ding halt wirklich in der Hinsicht über Anführungszeichen so programmieren können, dass das Signal trotzdem noch angenommen wird, das aber hier irgendwie nicht so richtig funktioniert. Noch nicht. Ja, dann ist es wahrscheinlich wieder buggy, weil es ging mal. Mit okay. Dem Oder-Befehl, dass du entweder den einen Schalter umlegst oder den anderen. Ja, manchmal musste man nur den einen zweimal umlegen, damit er das erkennt, aber es ging dann. Ja, das war das Problem. Ich hab unten einen Schalter dran gehabt, den hatte ich aktiviert, dann bin ich hier hochgegangen hab da 5000 Mal rumgeklickt, an Anführungszeichen, überspitzt jetzt gesagt, nichts passiert, leg den unten um, geh wieder hoch, leg oben um, funktioniert. Hm. Ja. Ist der Ladybug hier in der Luft oder ist es nur bei mir so? Nee, der Ladybug ist hier hinten.
Okay, dann ist es ein Anzeigefehler bei mir. Ja, wieder einmal. Was? Und was habt ihr hier unten jetzt gefunden? Promethium? Neodymium und Promethium, ja. Okay. Saltium bräuchte man noch eine Menge, oder? Ja, dann müssen wir aber raus in Saal. Gibt's hier auf dem Mond nichts mehr? Weiß ich nicht, gibt's hier Saltium? Ja, auf dem Mond gibt's immer Saltium. Ah, cool. Warte mal, was also passiert jetzt? Ich habe eine Position entdeckt bisher nur. Es gibt aber eine zweite, wird mir hier angezeigt, dass es eine zweite gibt. Und eine habe ich gesehen, die ist ziemlich weit nördlich. Okay. Satium-Erzlager da oben, genau. Aber da war irgendetwas, deswegen habe ich es nicht leer gemacht. Ich habe Kupfer in WC8 da links dran. Okay, Satium. Wir können auch eins machen, wir können kurz ein bisschen durch die Gegend fahren. Da ist diese Powerstation. Das ist gar nicht so weit, da können wir ja direkt hinfahren, ja. Du fühlst dich sehr hungrig, du spinnst doch. Ja, bei mir geht. Jetzt machen wir Salami. Was? Ich habe auch Dosenfutter dabei. So, Night Vision, das muss ich dann unten irgendwo einfach einsetzen, ne? Nee, kannst du auch im Inventar haben, brauchst du L drücken, musst du nur L drücken, aber im Schiff selber geht das nicht. Da musst du kurz aussteigen und zweimal L drücken und dann ist es an. Alles ist grün. Ja, das ist halt ein Hintergrund. Sollte was sehen, mein Freund. Hui! 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 Wo bist du? Achso? Du wolltest ja hinfahren, oder? Achso, bist du schon losgefahren? Ja, ja. Warte, ich komm zurück. Hui! Hui! Wo bist du? Ach, da bist du. Sehe dich. Ich komme. Verkehrsunfall! Putsch! Manchmal schleudert es die dann rum, gell? Ja, mich würde es aber freuen, wenn man dann Kollisionsschade hätte. Das wäre voll cool. Na toll, dann wären wir jetzt schon kaputt. Ja, genau aus dem Hintergrund, dann hätte ich es nämlich nicht gemacht. Aber das wäre das Witzige. Wenn man nicht aufpasst und dann so Tutzebockle spielen, dann geht's kaputt. Mhm. Dann muss man warten, bis die Polizei kommt, dass die Versicherung meldet. Ach, da fängt der Scheiß wieder an. Hui! Ich bohr dich an! Ja! Ich heb ab! Nichts hält mich am. Ups. Huch, ich hänge. Hast du eigentlich auch bei dir einen Reparaturblock drin im Schiff? Nee. Den habe ich bewusst nicht, weil ich ja dann das Schiff erst mit einem bestimmten Level haben kann. Und das ist mein kleines. Ach so. Ah, gut. Und den Reparaturblock kannst du immer noch einbauen, nachträglich, weißt du? Ja, das ist richtig. Aber den muss ich erstmal freischalten, soweit bin ich noch nicht. Okay. Das ist ein bisschen Station, ja. Ja, und das Satiumlager ist. Genau, und das Satiumlager ist jetzt auch in der Richtung von der Station und die greift an. Uns attackieren, ja. Okay, ich habe nicht ein Kampfschiff dabei. Das Problem ist, ich komme nur nicht rauf aufs Kampfschiff, weil es zu hoch ist. Wie zu hoch? Ja, es steht oben auf dem Schiff drauf. Ach so, du hast keine Luke oben auf dem Schiff gemacht, gell? Genau, weil da nicht der Warp-Kontakt. Ja, das ging mir auch mal so. Dann habe ich in dem anderen Schiff, wo ich jetzt gebaut habe, habe ich eine Luke oben drauf gesetzt. Wir können also uns aber durchgraben. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Ist das arg weit weg, das Salzium noch? Ich habe es halt noch auf dem Radar, das wäre geil. Ich habe es auch noch nicht auf dem Radar. Also ich sehe es auf der Map, aber noch nicht auf dem Radar. Warte mal, die Richtung stimmt ja eh nicht. Warte mal. Also von meiner Position aus gesehen, genau westlich. Ja, so jetzt da gerade aus. Okay, buddel mal. Los geht's. Die Maulwürfe. Besser bekannt unter die Dino-Maulwürfe. Hallo, Schiff, hallo. Na, im Westen müssen wir uns graben, da lang.
Ich meine, die Dinge gerade auszubohren ist irgendwie nicht immer ganz so einfach, das Gefühl. Man kann aber das dann einrasten gleich irgendwann mal, wenn es ein bisschen mehr gegraben ist. Also mit O drücken und oder Shift und O, dann kann ich einrasten. Okay. Oh, jetzt grab ich wieder hoch, das wollte ich gar nicht. Ich frage es nur nicht, dass wir zu tief jetzt bohren. Bist du eventuell gerade direkt hinter mir? Kann das sein? Mhm. Ja, als ob da hell ist. Dankeschön. Also, da kommt Schotter raus, das ist brutal. Nicht mehr schön. Nee, nee, nee. Kannst du mal kurz auf die Map gucken, wie lange wir noch bohren müssen? Ja, schon noch ein Stückchen. Okay. Na, es war doch in die richtige Richtung, du Vogel. Ja. Ich möchte gar nicht sehen, was es für ein verkorkster Tunnel gibt gerade. Ups, warte mal. Halt, halt, hier stimmt was nicht. Ich glaube, ich bin auf Lava gestoßen. Da hast du dich runtergebohrt. Versehentlich, ja. Ja, das Shift ist drückt einfach voll blöd auf die Seite. Das ist total behindert. Obwohl gerade ausbohrst, das gerade ausbohren müsst, das kommt immer her und kippt auf die Seite weg. Also Gleichgewichtssinn hat das Ding auch nicht. Ich glaube, du spielst irgendwas mit dem Schwerpunkt, der dann total. Warte mal kurz, mit der Granate. Ja. Das ist etwas doof. Ah, 400 Meter noch. Ah, geht ja. Ich habe jetzt eigentlich auch mal zerstört, das Ganze, was, wobei ich glaube ich sogar schneller gegangen wäre, aber hey, wir wurden schon so oft in den Tunnel, ne? Was wir auch mal getan haben im Leben, einfach in den Tunnel bohren. Prozent, 423 Meter, 22. So, du kurz die Kanzel füttern. Achso, ging aber schnell, einfach ein Stück Fleisch hingeschmissen, oder? Ne, Trockenfutter rein. Achso. Okay. Hab's umentschlossen, wir zerstören die Basis. Hab ein waffendes Schiff dabei, muss nur noch raufkommen. Zähl mal kurz ein bisschen runter. Hallo. Oh Gott. Achso, warte, wollte ich da rein? Ja, genau. Da. Komm schon. Hopp, raus mit dir. Hui! Ich glaube, ja, die Richtung muss stimmen. Ah, da stimmt es. Wollen wir so lang fahren? Ja, haut hin. Weil, dann gucke ich jetzt irgendwie, dass ich auf das Kampfschiffle draufkomme und demontiere wahrscheinlich jetzt nachher kurz einfach die Flügel weg, weil das ist ja das größte Problem, dass ich nicht rankomme. Gut, ich habe ja auch Kanonen dran. Wenn man da ein bisschen rumfliegt mit dem Schiffchen, dann ja. Ich stelle es auf Geschütze und dann schießen meine Geschütze auf die Geschütze von der Station. Genau, ich habe mal Kerne und so weiter alles deaktiviert, also wir schießen eigentlich nur auf Alien jetzt. Genau. Ja, weil das war vorhin nicht der Punkt von gewesen, sind wir an einer friedlichen Basis vorbeigeflogen und die fangen auf einmal an wie wild rumzuballern. Hast du auf alle Fraktionen, hast du auf Fraktionen geschossen, oder? Nee, auf eine NPC-Basis halt, auf eine friedliche, ja, ja. Ja, die schießen auch da drauf. Ist ja bescheuert, steht dran extra nur Aliens.
Vögel da. Die sieht aber etwas pervers aus, wenn die Sonne aufgeht. Ist alles so grell und grün und weiß und schwarz. So, das ist die Tiger Claw, da gehen wir jetzt kurz hinten rein. Stellen die Schiffleiter ab. Oh, Strom für 3 Minuten, ist aber nicht gut. Ich habe keine Energie mehr dabei, ernsthaft? Bisschen gedockt. Jetzt. So, wir müssen gucken, dass wir irgendwie hochkommen. Nein! Fast jetzt klappt. Ah, so. Das wird jetzt aber schwer. Dann müssen wir da drüben probieren. Ja, ja. Ich bin an der Düse vorbeigelaufen. 200 Grad und so ein Scheiß. Ist okay. Als ob das so warm wäre, wie unrealistisch. Psst. Bist du schon mal im Triebwerk vorbeigelaufen? Waren das 200 Grad? Ich glaube, es war weniger. Oder 400 sogar. Oha. Da wirst du aber frittiert, mein Junge. Was bin ich? Da wirst du aber frittiert. Ah ja. Das ist ein Raumanzug an. Also, warte mal. Wobei, dann machen wir kurz... wo müssen wir nochmal lang? Nordwesten. Alles nachgeladen und noch 97 Schuss am Start. Gut. Inklusive dem, was schon drin ist. Weil dann machen wir das jetzt so kurz mit der Basis und dann hätte ich gesagt, dann gucken wir kurz mal, was Eco betrifft, was da so abgeht. Ein bisschen was habe ich aufgenommen, ein paar Sachen sind komisch jetzt im Eco. Man kann kein Holz mehr in Kisten lagern. Man kann, glaube ich, gar nichts mehr in Kisten lagern. Doch, doch, geht schon noch was, aber kein Holz mehr. Voll doof. Ja, Baumaterialien nicht mehr. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist doof. So, lass mal gleich noch was sehen. Ah, das war zu früh. Ach, da unten sind sie. So, kommt hier meine Kinder. Lalala. Hui, na, no, treffen wir heute nichts mehr, hä? Okay, ich habe gerade nicht, der Schuss ging mal fett daneben, da hat er als Hälfte drauf. Jetzt habe ich einen Lag gehabt. So, Geschütz 1 weg. Geschütz 2 weg. Geschütz 3 weg. Geschütz 4 weg, so. Aber was schießt die hier? Bist du behindert? So, Minigun-Drohne 1. Rocket-Drohne. Oh. So. Hol ich mir mal eine Mauerschläge, du. Jetzt packt dann drüber Transporter rum, ernsthaft. Wow, 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 chill. Was schießt da? Hä?
Weißt du, da siehst du das, was Eis schlägt, aber du siehst nicht, wo es Eis schlägt und von woher. Bist du vielleicht schon in der Nähe von der nächsten Basis? Was die feuern? Das sind zwei Basen? Ich glaube, da war nochmal irgendwo eine. Das Problem ist, das ist ein Truppentransporter, aber das ist nicht ersichtlich. Weil laut Map ist eine Support Base auch noch in der Nähe. Aber da, wo du bist, dürfte die nicht schießen, ne? Da unten. Oh, ist jetzt so ein Frontantrieb von dem Ding verrissen, kann das sein? Och ja, leck mir doch am Arsch, du. Das kann das Ding nicht mehr bremsen. Toll. Muss den Strom ausmachen. Ja, nee, ich flieg jetzt kurz zurück. Wir gehen kurz auf die Erde. Das ist schon gerade so doof jetzt wieder. Gott, ich weiß auch nicht mehr, warum ich so scheiß die ganze Blubeln da draußen, weil es einfach nur Missgeburterschiffe sind, stellerweise. Echt, du. Halte nichts aus, nichts gepanzert irgendwo, du. Das ist schon eine Katastrophe. Und, bist du am Tatium? Nee, noch nicht. Okay. Nee, weil ich flieg kurz zurück. Ich mache dann offscreen auch mal schon mein eigenes Schiff wieder. Beziehungsweise, ja gut, das ist deswegen ein bisschen Upgrade. Kleiner, schmaler, handlicher, macht bessere Düse, vor allem zum Bremser. Dass da irgendwo eine Panzerung dran ist. Schon das zweite Mal jetzt, dass die scheiß Frontdüse abgefuckt wird. Das ist gerade ein bisschen hässlich, gar keine Ausmache, gut. Blöde, Schiff des Blöde. Apropos blöde Schiff. Ui, land mal. Flop. So. Demontieren, 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 demontieren. So. Reicht es mir, jetzt nach vorne reinzufliegen? Gut, dann sehr gerne mal sehen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Imperium Galactic Survival. Danke fürs mit dabei sein, fürs Zuschauen. Es war uns eine Ehre, mit dem Spiel anzulaufen und in diesem Sinne auf Wiedersehen. Ne? Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wie heißen Sie herzlich willkommen zurück? Am Stück. Bei Imperium Galactic Survival. Ist ja folgendes, das kleine Schiff, was ich bauen wollte, habe ich noch nicht gebaut. Maloverse hat sich wahrscheinlich durchgegraben und hat schon zwischenzeitlich das ganze er ist wieder nebenan. Okay, hat er. Gut. Abgebaut. War ja nur ein kleines Lager. Naja, wir fliegen mal kurz zurück, ich repariere den Kackpot da und guck, was das denn irgendwie mal stabil ist. Okay, wenn Mescher... Achso, wie machen wir das? Warte mal. Ich habe eine Alternative. Ich lasse den hier. Wobei, nee, warte mal, machen wir anders. Ich hoffe, ich habe genügend Materialien dafür. Wo ist denn der Constructor? Ich muss eine Düse bauen können. Zumindest eine. Was fehlt dafür? Elektronik. Hast du Kupfer am Start? Nee. Wobei, warte mal. Auf dem Planeten, aber. Verdammt. Ist da noch was hinten drin? Ja, weil ich will nämlich das, weil er hat sich ja hier ausgelockt, ich will das Schiff ihm aber hier lassen und dass er eventuell zurückfliegen kann dann. Mhm. Falls er sich irgendwann mal random einloggt. Jetzt kann ich mir die Düse bauen. Aus. Feuer. Batterien. So. So, dann kurz runter. Die Düse einbauen. Zip, zip. Reparieren wir das Schiff noch kurz. Hä?
Achso, ist leer. Okay. Irgendwo noch was hier kaputt. Hier fliegt nichts rum, okay, ich dachte gar nicht. So, ein Mückchen wenig. Doch nein, die lebt noch. Und sie ist tot. War halt irgend so eine kleine Fruchtfliege hier. Ich weiß zwar nicht, von was die lebt in dem überhitzten Biotop hier drin, wo es keine Lebensmittelversorgung gibt, aber hey, okay. Ist ja nicht mein Problem. So, ist komplett aufgefüllt und dann kann er nicht auch wieder zurück, wenn was ist. Meteorit gesichtet, eventuell hält er neue Rohstoffe. Hast du eventuell etwas mehr abgebaut, wie du zugibst? Nee, aber wenn du nur noch ein Lager voll übrig hast, kommen die Meteoriten. Achso. Jetzt kommen wie kein Sauerstoff, hä? Hä? Wie kein Sauerstoff? Warum gibt's hier keinen Sauerstoff? Hä? Ach man, Alter, was geht denn hier immer für ein Shit ab? Das nervt jetzt langsam. Ist doch alles an, ist auch Sauerstoff in den Dingern drin. Was? Das ist 110%? Was? Ach so, ich habe versehentlich Y gedrückt. Okay, mein Fehler. Kommst du mit? Wohin? Heim. Ja, ich flieg zurück gleich. Okay. Ich geh voraus. Okay, ich muss ihn noch aufs einstellen. Rat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